willkommen zu einer neuen Bucket-Plugin-Vorstellung. Heute stelle ich euch das Plugin Skyframes vor. Skyframes ist ein Plugin, mit dem ihr euren eigenen Sky-PvP-Server oder auch Spielmodi machen könnt. Denn dieses Plugin ist eigentlich dazu da, diese langweiligen aussehenden Schilder auf dem Sky-PvP-Server durch Rahmen zu ersetzen. Das ist nämlich so. Wenn man ein Schild auf dem Sky-PvP-Server ausstellt, dann kann man sich ja Items rausholen. Und beim Plugin ist es halt so, wenn man sich einen Rahmen ausstellt, also hinhängt an irgendwas und daran ein Item macht, dann kann man das genauso wie aus dem Schild Sachen rausholen. Der Sinn des Plugins ist einfach nur, dass ein Schild nicht so schön aussieht wie ein Rahmen. Und deswegen gibt es dieses Plugin, weil halt ja ein Rahmen schön aussieht. Und deswegen, ich finde die Idee eigentlich ganz gut, deswegen stelle ich euch das Plugin ja auch vor. Also, downloaden wir uns das erstmal hier auf Download Now. Dann speichern wir die Datei natürlich. Dann habe ich gedacht, wir downloaden uns noch passend zum Plugin eine Map. Also gehen wir hier auf Minecraft World Save. Dann öffnet sich eine neue Seite, die bei mir Ewigkeiten zum Verbinden, also zum Aufbauen braucht, weil mein Internet ja so lahm ist. Und dann gehen wir hier auf Herunterladen. Dann öffnet sich hier, dass ihr euch mit Roblox anmelden oder registrieren sollt. Dann geht ihr hier auf Nein weiter zum Download. Das geht dann ohne Konto. Dann speichert ihr die Datei, wenn gleich dieses Fenster kommt. Hier, Datei speichern, okay. So, jetzt machen wir es mal klein. Und wir ziehen die Skyframes.jar, also das Plugin, auf dem Desktop. Und natürlich auch die Welt, also die Minecraft-Welt. Dann haben wir hier einmal Skyframes.jar. Dazu ist natürlich der Download-Link in der Beschreibung und für die Map natürlich auch. Und wir brauchen, um dieses Ding zu öffnen, also diese Welt zu öffnen, also das WinRAR-Archiv, brauchen wir natürlich WinRAR. Dazu ist auch ein Link in der Beschreibung. Also ziehen wir die Sky-PvP-Map auf den Desktop. Und dieses Archiv brauchen wir nicht mehr. Das können wir löschen. Jetzt gehen wir zum Bucket-Server. So, jetzt gehen wir zum Plugin, sondern ziehen hier Skyframes rein. Gehen in den Bucket-Server nochmal rein. Ich schiebe es mal ein bisschen mehr auf die Seite. Dann gehen wir hier, ziehen wir das hier rein. Löschen den Vaults-Ordner. Und dann benennen wir es um in Vault. Okay, und dann wird automatisch diese Welt, die wir gedownloadet haben, geladen. Und ist ohne Multiverse oder so. Haben wir jetzt installiert. Dann starten wir den Server. So, sorry für den kleinen Cut. Aber jetzt ist der Server hochgefahren, wie wir hier sehen. Ist hier auch in der Konsole eine Nachricht Skyframe, Enabling Skyframe, Version 2.3. Und es generiert sich auch kein Ordner. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich in-game. Und ich zeige mal das Plugin etwas näher. Bis gleich. So, jetzt sind wir hier in-game. Wir stehen hier auf der Map, die wir vorhin gedownloadet haben. Das ist nämlich die hier. Ich zeige es euch mal von oben. Das ist einfach eine ganz einfache Sky-PvP-Map. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen also hier zum Shop. Hier hinten steht es schon im Shop. Und dann gehen wir hier mal lang. Und jetzt habe ich mir überlegt, wir machen hier an dem Baum, machen wir unsere Items, wo man die Items-Frames hin, wo man sich die Sachen holen kann. Okay, erstmal würde ich sagen, wir gucken, ob das Plugin drauf ist mit /PL. Da sehen wir Skyframe, es ist drauf. So, jetzt mache ich hier noch ein bisschen Platz. Und jetzt hängen wir mal an dem Baum ein Skyframe, also nicht ein Skyframe, ein Frame, also ein Bilderrahmen. Hier hängen wir einen Bilderrahmen hin. Und dann nehmen wir ein Iron-Schwert in die Hand, also irgendein Item und machen Rechtsklick auf den Rahmen. Dann steht da Iron Sword, wenn wir näher dran gehen, und da ist ein Item drin. Und wenn wir jetzt sneaken, dann können wir das Schwert so drehen, wie wir wollen. Zum Beispiel auch so, wenn ihr sagt, so sieht es cool aus. Und wenn wir jetzt in Game Mode 1 gehen, Game Mode 0, und dann Rechtsklick auf diesen Bilderrahmen machen, dann steht hier Sky PvP. Iron Sword, und dann können wir es rausnehmen. Und dann können wir damit können wir uns hier runterstürzen und kämpfen. Ihr wisst ja, wie Sky PvP funktioniert. So, das war's von diesem Plugin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Probiert es gerne auf euren Sky PvP Server aus. Und dann würde ich sagen, abonniert mich, wenn es euch das Video gefallen hat. Liken auch nicht vergessen und ciao.